Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt schon das erste Kerzchen angezündet. Ich auch. Das war gestern schon wieder so ein Drama. Ich habe jetzt 3 Jahre in Folge, wollte ich immer unbedingt für meinen Adventskranz schwarze Kerzen. Immer. Und die letzten 3 Jahre war es auch so, dass mir immer einen Tag vor dem ersten Advent eingefallen ist, verdammt, ich brauche Kerzen. Gestern auch wieder so, ich bin in das Geschäft meines Vertrauens über die Straße, die immer schwarze Kerzen haben. Aber gestern natürlich nicht. Wie jedes Jahr. Kaffee darf natürlich nicht fehlen. Ja, es sind jetzt solche geworden. Ich habe einen silbernen Adventskranz, den habe ich gestern dann auch nochmal auseinandergebaut und wieder schön dekoriert und noch was hinzugefügt. Und ich muss hier nebenbei meinen Laptop noch anmachen. Auf Stumm ist im Fernsehen 3 Nüsse, 4 Aschenbrödel. Mein Schwedenofen brennt, eine Lichterkette ist an, also es kann losgehen. Und zwar haben wir heute wieder, was habe ich erwärmt? Es ist wieder klein überschaulich, liegt aber auch daran, ich habe auch wieder viel den Diffuser an. Und deswegen muss ich hier auch, ich muss auch hier nebenbei gucken, was die eine Terrorkatze von meiner Tochter macht. Weil die ist schon wieder auf der Lauer. Oh. Also Leute, es lohnt sich, ich sehe es gerade, es lohnt sich wirklich ein Blick in die Schatztruhe. Oh, das sind wir. Alle Spülmittel sehe ich gerade. Also da müssen wir uns definitiv auch nochmal drüber unterhalten, über die Schatztruhe. Denn Weihnachten kommt ja immer so unverhofft. Genau wie der erste Advent, der kommt auch immer unverhofft. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde im Januar oder Februar, werde ich mich wieder in das Geschäft meines Vertrauens begeben und werde mir gleich 4 schwarze Kerzen kaufen. Ich hoffe, ich weiß dann, wo ich sie hinräume. Also das muss ich mir aufschreiben. Weil sonst sitze ich am nächsten Advent dann ohne Kerzen da. Weil ich weiß, ich habe welche gekauft, aber weiß nicht, wo sie sind. Aber genug geschnackt. Wir reden darüber, was habe ich die letzten Tage erwärmt. Und wir fangen an mit dem With Grace. Der war ja aus der Kollektion. Da waren ja, glaube ich, wie viel waren denn das? Waren das 4? Ich weiß nicht, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall hat es mir der von der Kollektion am meisten angetan, obwohl ich zuerst gedacht habe, naja, Pfingstrose, ob der recht rosig ist oder ob der wirklich Pfingstrose ist. Und ich sage euch, der ist geil. Der ist mega geil. Also ich mag ja Pfingstrose. Ich erzähle immer wieder von meinen 2 Pfingstrosenbüschen vorm Haus. Und die riechen genauso. Die riechen genauso. Der ist so richtig schön blumig. Blumig schwer. Aber der riecht auch relativ lange. Wir haben verführerische Gardenienblüte und süße rosa Pfingstrose tanzen zärtlich mit einem Hauch von weichem Moschus. Ich mag den wirklich. Also ich glaube, ich werde da nochmal eine Schatztruhen-Sammelbestellung starten.
Weil da kann man sich ja dann trotzdem den ein oder anderen Cent dann mal sparen. Ne? Dann muss ich hier mal aufpassen, weil ich habe hier da schon wieder meine ganzen Neuigkeiten ausgedruckt und mir natürlich auch Material mit hier beigelegt. So, als nächstes hatte ich, ach ja, da. Als nächstes habe ich Alice im Wunderland, der jetzt leer ist. Also der ist so eine Mischung zwischen herb und süß. Aber richtig mega geil. Also so, wenn man ranriecht, geht man immer erst ein bisschen zurück und so, ist der was, ist der nix? Aber der ist wirklich, wirklich richtig geil. Wir haben herbe Pflaume, Erdbeere und rosa Zucker. Dann der Olaf Warm Hugs. Da könnt ihr euch dann auf mein nächstes Neuigkeiten-Video freuen. Ich liebe den. Ich liebe, liebe, liebe ihn. So wie der Olaf den Sommer liebt, liebe ich den Olaf. Oh, der ist pfefferminzig, aber nicht jetzt krass pfefferminzig, sondern wirklich so, ja, der hat einen Hauch von Süße mit drin. Und der ist einfach in der Jahreszeit, ist der einfach mega geil. Mega geil. Wir haben kühle Minze, verschneite Wälder und warme Vanille. Ula. Und dann habe ich wieder, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Da muss ich gucken. Weil ich habe wieder was gemischt. Und jetzt muss ich gucken, ob ich die Duftbeschreibung hier drin finde. Natürlich nicht. Das ist jetzt Mist. Aber ich finde alles. Ich finde alles. Es dauert nur ein bisschen. Auf jeden Fall. Okay, während ich suche, kann ich es ja mir hier mal in die Kamera halten. Ich habe dem hier eine allerletzte Chance gegeben. Den My Darling Clementine. Also der ist. Ja. Der ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Das ist aber jetzt nicht das, was ich haben wollte. Ist es die? Ja. Ach, sonst konnte ich doch suchen. Wieso kann ich das nicht? Vielleicht habe ich Glück. Aber ich glaube nicht. Ich hatte den schon mal vorgestellt. Ich weiß es nicht. Habe ich denn? Naja, jetzt werden sich vielleicht wieder einige aufregen, weil ich ja so schlecht vorbereitet bin. Aber ja. Aber was soll's? Nein, den habe ich nicht drin. Das gibt's doch nicht.
Ist egal. Auf jeden Fall, er ist wirklich ein typischer Klosteinduft. Sei es jetzt Mandarine oder Orange, der ist sowas von herb. Ich hatte ihn ja auch schon separat mal in meinem Gästeklo drin. Nee, du hältst ihn einfach nicht aus. Das ist einfach. Dann habe ich mir gedacht, ich pimpe den mal mit Peppermint Rush auf. Das ist ja mein Zahnpasta-Duft schlechthin. Oh, ich könnte. In den Mund und so Zähne putzen, ne? Aber der ist wirklich mega. Dreiklang aus Pfefferminze, süßer Vanille und frisch gefallenem Schnee. Also der ist um diese Jahreszeit auch richtig geil. Also, gesagt, getan, ich habe es versucht, bin kläglich gescheitert. Man bekommt einfach diesen herben Geruch, den bekommst du nicht weg. Also ich hätte dann, glaube ich, noch 12 Würfel da reinschmeißen können. Es geht einfach nicht. Nein, also der Mike Clementine und ich, wir werden keine Freunde, definitiv nicht. Ja, so ist das nun mal, ne? Man kann ja nicht alles mögen, Gott sei Dank. Weil das wäre ja sonst wirklich. So, das war's von meinen Düften. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo. Ich freue mich immer über beides. Ich freue mich auch immer über die ganzen lieben Nachrichten von euch. Und bleibt dran. Ich nehme jetzt das nächste Video auf. Und wie schon gesagt, es hat damit zu tun. In diesem Sinne, einen schönen Rest ersten Adventssonntag und macht's gut.